Die SoundCloud ist eine tolle Plattform, um Audiomaterial zu entdecken. Das können Musikstücke sein, genauso wie gesprochene Beiträge. Und selbstverständlich kannst du auf der SoundCloud auch ganz einfach eigene Audiodateien veröffentlichen und einer eingeschränkten oder breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen. Um SoundCloud zu nutzen, brauchst du einen Account. Über Login melde ich mich an, beziehungsweise lege über Sign Up einen neuen Account an. Jetzt bin ich drin. Du siehst, mit einem Klick gelangst du gleich in die Aufnahmeumgebung oder du kannst eine eigene Datei hochladen. Das schauen wir gleich an. Zunächst jetzt aber mal möchte ich dir zeigen, was eigentlich in der SoundCloud alles zu finden ist. Du kannst nach Stücken suchen. Es wird hier das beliebteste, das im Moment gerade veröffentlicht wurde, angezeigt. Hier drüben hast du Schlagwörter, die im Moment sehr zählen. Also suchen wir beispielsweise mal nach House. Und du siehst, es ist eben nicht nur Welcome to Noir das Stück, das Recommends, man hier Edition hören kann, 14. Money. sondern das Interessante an der SoundCloud ist eigentlich, dass die Zuhörer eben ihre Kommentare hinterlassen können und somit eben einen Diskurs über das Musikstück oder den gesprochenen Beitrag lanciert werden kann. Für Musiker ist das interessant, weil sie eben ein Feedback bekommen. Und für Blogger und Podcaster ist es interessant, weil sie damit eben eine Diskussion auslösen können und eine Rückmeldung zu ihrem Inhalt bekommen. Du kannst auch noch Produzenten suchen, wenn du vielleicht schon einen Namen kennst. Junge Bands sind sehr oft in der SoundCloud vertreten oder es gibt auch Gruppen, die eben zu einem gewissen Thema etwas zu sagen haben. Du kannst selbstverständlich auch gezielt nach einem bestimmten Begriff suchen oder nach einem Namen. Unter ICT-Schule kommst du zu einem Angebot, das wiederum von mir ist. Hier im Moment ist nur eine Datei hochgeladen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der ersten Folge von meinem Mini-Podcast. Wenn du das interessant findest, so kannst du diesen Beitrag weiterteilen per E-Mail, indem du auf diesen Button klickst oder die entsprechende Adresse kopierst und in die Mail reinsetzt oder eben, wenn du sie auf einer Webseite veröffentlichen willst, diese Sounddatei, so kopierst du diesen Codeschnipsel in deine Webseite hinein. Diesem Produzenten kannst du auch folgen? Ich habe jetzt auf den Namen geklickt. Mit Follow wird dir immer in deinem Dashboard angezeigt, wenn ein neuer Beitrag von diesem Anbieter erschienen ist. Das ist recht praktisch, wenn man zum Beispiel die Arbeit von ganz vielen Schülerinnen und Schülern beobachten will, die regelmäßig ihre Sounddateien hochladen. So kann man über diese Folgenfunktion eben immer alle im Überblick haben. Und jetzt werden wir selber zu Produzenten. Ich gehe zurück zum Dashboard. Wie gesagt, du kannst eine MP3-Datei hochladen. Wenn du sie beispielsweise mit GarageBand oder einem anderen Audio-Recorder produziert hast oder direkt im Browser aufnehmen, indem du auf diesen Rec-Button klickst. Und hier muss ich jetzt noch auf Zulassen klicken, damit also diese Rekorderfunktion auch wirklich funktioniert. Und nochmals auf Rec. 1, 2, 1, 2 und schon wieder fertig. Ja, das ist es schon. Es beginnt gleich aufzunehmen. Hören wir es mal an. 1, 2, 1, 2 und schon wieder fertig. Und diese Datei kann jetzt hochgeladen werden. Du gibst in der Zwischenzeit schon einen Namen. Du kannst eine Beschreibung schreiben, wenn das Sinn macht. Den Typ lasse ich mal bei Recording. Ein Genre könnte man reingeben, Gruselgeschichte oder so.
Schlüsselwörter, um diese Datei leichter auffindbar zu machen. Wenn es jetzt Französisch gewesen wäre, du kannst sagen, welche Lizenzierungsbestimmungen das hier gelten. Creative Commons gibt allen die Möglichkeit, diese Datei weiter zu verwenden. Hier hast du ganz verschiedene Möglichkeiten. Wenn du die Rechte behalten willst, dass niemand etwas machen darf, dann kannst du auf All Rights Reserved zurückkehren. Public heißt, alle sehen diese Datei. Vielleicht willst du das nicht. Vielleicht soll das nur eine Person, zum Beispiel die Lehrperson, sehen. Dann klickst du auf Private und lädst Leute per Mail hinzu. Oder du kannst auch Listen erstellen, damit es ein bisschen einfacher ist, oder deinen Folgern, deine Folger einladen. Die sind im Moment natürlich nicht vorhanden, weil ich ja noch gar nichts produziert habe. Deshalb im Moment die E-Mail-Adresse eines anderen Users. Der ist jetzt hinzugefügt und ich speichere diese Einstellungen und auch diese Datei. Und jetzt habe ich meinen ersten Beitrag drin. Der ist, wie gesagt, privat, nur mit einer Person, die ich per Mail eingeladen habe, geteilt. Ja, so einfach ist das.